Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vertiefungsformat Innovationen für die gesellschaftliche Herausforderung und zum Thema gemeinsam zur Innovation, kollaborative Spielwiese zur Innovationsförderung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist ja was, was uns auf jeden Fall jetzt auch die ganze Zeit schon stark beschäftigt. Auch gerade in der Mittagspause gab es ja auch Gelegenheit, ich hoffe, Sie haben die auch genutzt, tatsächlich auch in den Austausch gemeinsam zu gehen, gemeinsam vielleicht schon den Startpunkt zu finden für weitere Innovationen, aber auch den Einblick zu bekommen in mögliche Innovationsthemen. Mein Name ist Frauke Goll. Ich leite am Forschungszentrum Informatik den Bereich für Innovation, Strategie und Transfer. Und wir wollen jetzt eben uns gleich mal anschauen, wie kommen wir denn, wie können wir denn Innovationen eigentlich fördern? Wie kommen wir zu Innovationen? Denn Innovationen finden ja nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern im gemeinsamen Austausch. Und dafür gebe ich jetzt ganz kurz eine kleine Einführung und dann schauen wir uns auch mit unseren Referenten, worauf ich mich schon sehr freue, ein paar direkte Beispiele an. Ja, bei uns am FZI ist es ganz wichtig, eben im Bereich der angewandten Technologieforschung, ja, dass wir genau hier diesen Anknüpfungspunkt haben zwischen der Grundlagenforschung und der Praxis. Und das ist genau das, worauf wir fokussieren. Und insofern ist für uns dieses gemeinsame Erarbeiten und die gemeinsame Forschung an Innovationen sehr, sehr wichtig. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, die wir auch nutzen und die wir auch testen, um hier auch in den Austausch zu gehen und diesen Transfer eben von der Forschung in die Praxis auch zu gestalten. Das kann man beispielsweise über Projekte, in denen gemeinsam gearbeitet wird oder auch in Direktaufträgen. Ganz klar, aber auch der Transfer über Köpfe. Und da freue ich mich natürlich auch, dass ein paar von unseren Referenten heute genau diesen Transfer über die Köpfe auch entsprechend leisten. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber auch die Fragestellungen wirklich selber als Innovationstreiber für FZI aufzutreten, indem wir auch Ausgründungen stärken, Startups stärken und auch hier eben wirklich Innovationen fördern. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und so hat sich für uns eine große Spielwiese eröffnet, indem wir wirklich gemeinsam in den Austausch gehen, beispielsweise im Rahmen von Verbundforschungsprojekten, wo wir gemeinsam eben mit Partnern aus der Wirtschaft und der Wissenschaft an Themen forschen, in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern, aber eben natürlich auch über Direktaufträge mit einzelnen Industriepartnern ganz gezielt zusammenarbeiten. Eine Möglichkeit, wo wir auch ganz gezielt zusammenarbeiten und den Austausch untereinander fördern, ist ja auch unser House of Living Labs. Da gab es ja auch gerade Möglichkeiten, eine virtuelle Tour auch an der Stelle tatsächlich zu machen. Das haben wir in der Zwischenzeit aufgebaut. Wir haben natürlich dieses physische House of Living Labs in Karlsruhe auf über 2000 Quadratmetern mit 7 Laboren, aber in der Zwischenzeit eben auch eben das virtuelle House of Living Labs, in dem wir die Demonstratoren auch sehen können und auch abbilden können und auch hier gemeinsam mit unseren Partnern Innovationen erforschen und vorantreiben. Was wir auch machen, ist eine gezielte Ansprache von KMU. Also es gibt Projekte, in denen wir beispielsweise Quick-Checks durchführen oder Workshops und Schulungen, um hier in den Austausch zu kommen und dann auch wiederum Anknüpfungspunkte zu finden für Innovationen direkt aus den Unternehmen heraus, wo Bedarfe analysiert werden und wir eben auch gezielt darauf eingehen. Es gab auch ein Projekt, KI-Transfer BW, wo wir ganz gezielt mit Unternehmen in den Austausch gegangen sind, wo wir schauen, Praxispiloten durchzuführen. Und da freue ich mich auch, dass wir da nachher ein Beispiel hören werden, wie das gelingt, indem wir wirklich Unternehmen, die noch nicht so viel Erfahrung, gerade auch zum Beispiel mit KI-Anwendungen und Technologien haben, hier unterstützen, die ersten Schritte zu gehen, beziehungsweise auch Ideen in der Umsetzung auch zu verwirklichen. Was wir auch machen ist, weil gemeinsam heißt ja auch, wir wollen in den Austausch gehen. Das heißt, wir nutzen unsere Netzwerke, um eben auch hier in Gespräche zu kommen und Themen entsprechend voranzutreiben. Gerade auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel mit unserem Digital Hub
für angewandte künstliche Intelligenz in Karlsruhe oder auch über Kooperationen mit Partnern auch aus dem Ausland, zum Beispiel im Rahmen von unseren deutsch-französischen Kooperationen. Und ganz wichtig, habe ich auch schon kurz gesagt, ist für uns auch wirklich Ausgründungen zu unterstützen, selber Innovationsförderer zu sein und hier eben auch gute Ideen weiter zu befördern, dass sie sich auch entsprechend durchsetzen können. Das einfach mal ganz kurz als ein Überblick. Und ich freue mich jetzt sehr, weil es wichtig ist, Innovationen durch Kooperation voranzutreiben, dass ich hier gar nicht jetzt alleine weiter diese Session gestalte, sondern eben jetzt auch unsere Partner da sind, die jetzt ihre Projekte und die Unternehmen entsprechend vorstellen, und zwar in den verschiedenen Bereichen. Wir begrüßen also jetzt Dr. Patrick Henkel, Dr. Georg Dummer, Ljubo Baraj und Dominik Riemer, die eben jetzt entsprechend Projekte vorstellen. Zum einen aus dem Bereich der Zusammenarbeit in den öffentlich geförderten Projekten in einem Direktauftrag, gerade in einem Praxispiloten von KI Transfer BW und einer Ausgründung einem Startup. Und ich bin sehr gespannt auf die Vorträge. Wir starten mit dem öffentlich geförderten Projekt. Da begrüße ich den Dr. Patrick Henkel. Er ist ein wahrer Experte, hat zahlreiche Paper geschrieben und Patente eingereicht. Er war an der TU Delft, an der Stanford University, in der Curtin University. Und wenn es um Präzisionspositionierung in der Logistik geht, dann kann er, ich glaube, da kann man niemandem so gut was vormachen. Da ist er wirklich einfach spitze. Er ist bei der ANAFS und wir sind jetzt sehr gespannt auf den Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Goll, für die lieben Worte und die nette Einführung. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Genau. Also ANAS steht für Advanced Navigation Solutions. Und wie der Name sagt, beschäftigen wir uns eben mit der präzisen Positionierung für die Navigation, für die autonome Navigation. Und der Fokus dieses Vortrags ist ein bestimmter Teilbereich dabei, der Indoor-Outdoor-Übergang, also zwischen innen und außen für die Logistik. Und in diesem Themenbereich haben wir das Vorhaben Flow aufgesetzt, zusammen mit dem FZI. Bevor ich jetzt aber direkt auf das Projekt eingehe, würde ich noch kurz zu den Zielmärkten von ANAFS ein paar Worte sagen, zu unseren Produkten und dann eben im Hauptteil des Vortrags auf dieses Projekt Flow eingehen. Ja, die Zielmärkte sind sehr breit, kann man sich ja vorstellen, wenn man eine hochgenaue Lokalisierung macht. Das braucht man fürs autonome Fahren. Aber autonom fahren können nicht nur Autos, das können auch Roboter, Rasenmäher, Schiffe sollen das auch zunehmend machen, fliegende Objekte, Drohnen, aber eben auch statische Anwendungen in der Erdvermessung bis hin zur Schneemessung, wo man auch mit GPS-Signalen die Schneehöhe bestimmen kann. Ja, auf der Folie sind kurz die verschiedenen Produkte gezeigt von ANAFS. Ich werde nur ein paar herausgreifen. Das zweite Produkt ist unser Hauptprodukt, unser Multisensor RTK-PPP-Modul. Diese Abkürzung steht für ein Verfahren zur zentimetergenauen Lokalisierung. Und dann haben wir noch eine integrierte Sensorplattform, die ganz viele Sensoren in einer einzigen Plattform integriert. Praktisch für Anwendungen, wo man besonders hohe Anforderungen auch an die Zuverlässigkeit stellt. Dann gibt es auch noch eine Referenzstation, die gewisse Korrekturdaten liefert für die hochgenaue Lokalisierung und gewisse Dienste. Wurde ja vorher in der Einführung schon angesprochen, KI-Dienste, dass man Netze trainiert, dass man Karten bereitstellt, Objekterkennung macht. Auch in dem Themenbereich sind wir unterwegs. Ja, hier sieht man nochmal optisch, wie diese beiden Produkte ausschauen. Rechts oben dargestellt unser Multisensor RTK-PPP-Modul und links unten unsere integrierte Sensorplattform, auf die ich nachher nochmal genauer eingehe. Rechts daneben sieht man auch noch die grafische Oberfläche, wo dann die Positionsdaten, die Lagedaten, also die Orientierung im Raum, welche Kompassinformation man hat und natürlich auch noch eine hochgenaue Karte. Ja. Der Kern nun von all unseren Systemen und im Übrigen auch für das Projekt Flow ist eine sehr umfassende Sensorfusion. Und ja, der Kern der Sensorfusion wiederum ist ein Kalman-Filter,
mit dem man Sensorrohdaten kombiniert. Und so ein Kalman-Filter macht immer abwechselnd eine Prädiktion, wo ich sein werde in der nächsten Epoche. Prädiktion von Position, Geschwindigkeit, Lage, Drehraten, noch einigen weiteren Parametern und nachher eine Aktualisierung dieser Prädiktion. Und damit ich die Aktualisierung machen kann, brauche ich natürlich auch irgendwelche Sensordaten. Und die sind hier in Blau dargestellt. Jetzt mit meinem Laserpointer gerade drüber fahre und das können Satellitensignale sein von GPS, Galileo, das können einfach Beschleunigungsmessungen sein, Drehratenmessungen, Radgeschwindigkeiten oder eine lokale Positionsinformation. Darüber hinaus noch die Korrekturdaten für die Satellitennavigation, um die Genauigkeit zu erhöhen. Und schließlich noch, ganz wichtiger Punkt, die visuellen Sensoren, Kamera, LIDAR, Radar, die wahnsinnig viel Informationen bereitstellen optisch und die erstmal vorverarbeitet werden müssen in einem sogenannten SLAM-Verfahren. Und der Ausgabe dieses SLAM-Verfahrens ist dann wiederum eine Position, die wiederum in den Gesamt-Kalman-Filter hineinfließt. Und diesen SLAM kann man dann auch noch stützen, indem man eine georeferenzierte Karte schon hat, vielleicht eventuell sogar schon mit semantischen Informationen oder eben die generiert, daher der Pfeil auch in beide Richtungen. Und der letzte Baustein fürs autonome Fahren ist dann noch die funktionale Sicherheit. Das heißt, wir machen auch noch ein Function Monitoring von jedem Sensor und den entsprechenden Sensorrohdaten. Diese Information wird dann zurückgefüttert. Sprich, wir verwenden nur diejenigen Sensoren in der Sensorfusion, die vertrauenswürdig erscheinen. Also, ganz schön kompliziertes Diagramm. Ja, und wo das integriert ist, ist in dem einen Produkt, das Multisensor RTK oder PPP-Modul, wo bis zu 3 GPS-Empfänger integriert sind. Das sind 3, damit man eben auch die Lage im Raum, sein Heading, Pitch und den Rollwinkel bestimmen kann. Und dann eben auch die bereits angesprochenen anderen Sensoren, wie einen Inertialsensor, Inertial Measurement Unit, und auch noch eine Schnittstelle zu den Radgeschwindigkeiten. Und dann haben wir dieses Produkt, die integrierte Sensorplattform, die auch schon das FZI mit uns erprobt für besonders anspruchsvolle Anforderungen. Hier sind zum einen die 3 GNSS-Antennen wieder drauf. Dann ist der Inertialsensor enthalten, eine Kamera mit einer besonders hohen Bildrate von 163 Bildern pro Sekunde und dann den LIDAR, der die Kamera noch ergänzt, indem er die Tiefeninformationen liefert. Und innen drin natürlich noch mächtige Prozessoren, die vielleicht mal zukünftig auch vom FZI dann kommen, die dann eben diese Bilddaten auch verarbeiten. Und natürlich noch eine Mobilfunkverbindung für den Austausch von Kartendaten oder KI-Daten. Ja, 2 Worte nur zu der Folie. Der Vorteil dieser Plattform ist, dass man sie ganz schnell auf- und abbauen kann. Das heißt, man muss nicht jeden einzelnen Sensor getrennt verkabeln, installieren, einmessen, synchronisieren. Nein, das kann man hier ganz schnell innerhalb von 2 Minuten auf dem Fahrzeug festschrauben und am Abend auch wieder abschrauben. Ja, nun zum Vorhaben Flow. Wie ist es denn überhaupt eingeordnet in der Förderlandschaft? Zum einen gibt es die Unterscheidung, ob wir im Außenbereich fahren, also auf den freien Straßen oder im Innenbereich, in einer Garage, im Werksgelände, im Tunnel, in einem Gebäude. Und dann wiederum unterscheiden wir auf der Y-Achse, ist es jetzt das öffentliche Straßennetz oder ist es ein privates Gelände, ein sogenanntes Werksgelände. Und in dem gesamten Bild sollte eigentlich jeder beliebige Bereich enthalten sein, aber das Vorhaben Flow beschäftigt sich vor allem mit dem Werksgelände. Aber dort sowohl mit dem Außen- als auch dem Innenbereich. Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das FZI, was eine KI-basierte Manöver- und Trajektorienplanung mit uns zusammen entwickelt, auch in der Umfelderkennung beiträgt, einen wichtigen Beitrag, und eine KI-basierte Low-Power-HD-Architektur. Zu den anderen Partnern komme ich nachher noch gleich, weil die stellen hier ganz schöne Plattformen zur Verfügung. ANAPS hat die Rolle der Entwicklung der Lokalisierung und der Umfelderkennung. Ja, hier sind diese Plattformen, die automatisiert werden sollen.
Unten ist dargestellt, gerade für die Logistik besonders relevant, dieses fahrerlose Transportsystem von Schaeffler. Das ist eine Plattform, die sich in allen Raumrichtungen sehr schnell drehen kann. Oben noch ein Lastenfahrrad von Schaeffler und hier noch ein Karosseriegestell für ein herkömmliches Auto. Die Folie zeigt, dass wir im linken Bereich natürlich für das Fahrzeug viel integrieren möchten, wie die Perzeption, die Lokalisierung und viele andere Komponenten, aber auch, dass die Infrastruktur, dass die auch erweitert werden soll. Weil es kann sein, dass gerade für so einfache Plattformen, die wir gerade gesehen haben, das nicht unbedingt Sinn macht, die teuersten Sensoren auf diese Plattform zu integrieren. Dass es vielleicht attraktiv ist, in einer großen Logistikhalle einen Sensor, eine Kamera- oder LiDAR-Sensor an die Decke zu montieren und dass dieser eben alle Gabelstapler, Fahrgestelle gemeinsam monitort. Dann habe ich also nur ein oder zwei Sensoren, aber viele kleine Palettenfahrzeuge. Ja. So, und dann kommen noch ein paar kleine Ergebnisse zum Beitragen von Anas zur hochgenauen Lokalisierung. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir hier eine sehr umfassende Sensorfusion haben. Ich habe jetzt hier nochmal kurz dargestellt. Und nun gehe ich auf die verschiedenen Teilkomponenten ein. Und zwar fangen wir mit der Satellitennavigation an, weil die ist normalerweise das Prädestinierte für den Außenbereich. Was man jetzt hier in Grau sieht, ist so die typische GPS-Genauigkeit von einem heutigen Autonavi. Vielleicht ein Radius von 1-2 Metern. Wir empfangen aber auch dieses Trägersignal, was jetzt hier dargestellt ist als diese blaue Sinuswelle. Und die wiederholt sich ja, mit der Wellenlänge und diese Wellenlänge beträgt 19 Zentimeter. Und jetzt kann man an dem Empfänger nur feststellen, dass man auf einer dieser blauen Linien ist, aber man hat noch zunächst keine Ahnung, auf welcher. So, und jetzt ist die Frage, wie finde ich heraus, auf welcher ich bin? Dann habe ich aber glücklicherweise nicht nur einen Satelliten, sondern mehrere. Wenn ich hier schon mal 3 nehme, dann kann ich einen gewissen Schnittpunkt bestimmen. Klingt jetzt gar nicht so schwer. Man hat ja auch noch mehr wie 3 Satellitensignale. Jetzt ist aber das Problem, dass dieser perfekte Schnittpunkt wie hier in der Realität man nicht hat. Man hat immer gewisse Restfehler. Und um das mal zu veranschaulichen, verschieben wir nun die grauen Kurven, ich glaube, Sie haben es gerade gesehen, um so 2 Zentimeter nach links unten. Und wenn wir dann nun den Schnittpunkt suchen, dann erkennt man, dass sich nicht der Schnittpunkt nicht mehr hier gewählt wird, sondern ein ganz anderer. Das heißt, die Auflösung, auf welcher Wellenlage ich bin, ist nun falsch gelaufen. Und den Fehler, den man dabei eingeführt hat, ist eben nicht nur diese 2 Zentimeter Verschiebung, sondern man ist auf einer ganz anderen Wellenlage. Also man ist um die 20 Zentimeter falsch. Und das passiert natürlich dauernd in der Realität, weil ich natürlich Reflexionen habe, ich habe Restfehler. Und deswegen kann man mit den Satellitensignalen alleine das Problem noch nicht lösen. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Messungen. Dennoch performt die RTK-Lösung im Allgemeinen nicht schlecht. Das sieht man hier im Vergleich zu einem Referenzsystem von Genesis, was erheblich teurer ist, auch unsere Lösung, und gar nicht mal eigentlich besser performt. Man sieht hier die Referenzlösung in Rot und unsere in Blau. Die springt ein bisschen. Aber man sieht schon in beiden Fällen, man liegt auf jeden Fall auf der richtigen Straßenseite. Das kann man schon mal erreichen. Oh, und das ist schon eine relativ schwierige Bedingung, wo Bäume die GPS-Signale schon ganz schön abschatten. Hier sieht man es in der Innenstadt von München. Da wir alle Satellitensignale inzwischen verwenden, kann man auch noch in engen Straßenschluchten inzwischen eigentlich eine hochgenaue Lösung erreichen. Ja. Jetzt zu dem komplementären Sensor im Innenbereich, Ultra Wideband. Auch den kann man verwenden. Innenbereich besonders gut, hat man ein paar Sender. Und um den wiederum zu validieren, haben wir einen Tachymeter verwendet, einen optischen Sensor. Wenn man jetzt hier mal so ein bisschen guckt, die beiden Kurven, orange ist die Anaufslösung, blau der Tachymeter, die liegen scheinbar ganz gut übereinander. Und wenn man auf dem rechten Diagramm noch das Histogramm anschaut, also hier die horizontale Abweichung zwischen beiden Sensoren, hier die Häufigkeit, dann erkennt man doch, dass man eine Genauigkeit besser als 10 Zentimeter im überwältigenden Teil der Fälle erreichen kann. Also ziemlich gut. Aber der Ultra-Wideband-Ansatz braucht natürlich auch Sender.
Und deswegen haben wir noch einen weiteren Sensor hinzugenommen, die Kamera natürlich, die visuelle. Und was macht diese Kamera? Man projiziert das Bild, was man vom Auto aus aufnimmt, erstmal auf die Top-Ansicht, also vom Himmel. Und da macht man ein Matching mit einer gegebenen Karte, zum Beispiel Google Earth oder eine eigene Karte, fände eine eigene Karte. Und was man jetzt hier eben rechts noch sehr schön sehen kann, da ist das eine ist die Karte im rechten Bild, das linke ist das projizierte Kamerabild, das bezieht sich hier auf diesen Busabschnitt, den man sieht. Und dann matcht man hier einzelne Bildpunkte und kann, wenn man dann die beiden direkt übereinander legt, ist hier dann in Gelb die Überlagerung von Rot und Grün, dann hat man eine perfekte visuelle Lösung. Aber die hat man natürlich auch nur dann, wenn ich auf der Fahrbahn etwas sehe, also entweder Markierungen, manchmal sind auch Löcher gut oder irgendeine Unebenheit ist auch ein Feature oder wenn, was man eigentlich normal nicht gerne mag, wenn der Teer zusammengeflickt wird, das ist in dem Fall durchaus ein Vorteil. Was nicht so gut ist, wenn sich plötzlich die Schattierung ändert oder ja, die Fahrbahnverlauf gar geändert wird. Ist hier nochmal vergrößert dargestellt, das Gleiche. Dann hier das Häufigste, was man einfach hat, einfach nur Fahrbahnmarkierungen. Oder hier, das ist ein Fußgängerübergang, die Zebrastreifen, die dann hier gematcht werden. Und immer ist der gleiche Sinn, den wir dahinter sehen, dass man eine gewisse Redundanz schafft zu den anderen Sensoren oder dass man eben die anderen Sensoren auch damit korrigieren kann. Ja, und dann kommen wir schon zum vierten Sensor, dem LiDAR, der auch sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine Verwendung finden kann. Hier in dem Fall erstmal ein 2D-LiDAR. Der hat hier eine Karte von unserem zweiten Stock vom Büro aufgenommen. Man sieht da in Blau die Strecke, die der Roboter gefahren ist, auf dem der LiDAR installiert war. Und dann eben sieht man hier die verschiedenen Wände im Grunde. Hier stand einmal ein Tisch. Das sind also keine Fehler, wenn da solche Objekte hier sind. Oder ein Schrank. Und ja, hier ist dann der Eingang zum Büro. Ja. Der LiDAR hat viel Potenzial, genau wie die Kamera, weil er eben die Tiefeninformation liefert. Aber eine wichtige Sache dort ist, wenn man einen SLAM macht, also eine gleichzeitige Erstellung der Karte und der Positionierung, also wenn man die Karte nicht a priori hat, dass man einen sogenannten Loop Closure hat. Das heißt, dass man immer wieder an eine Gegend kommt, wo man schon mal zuvor gewesen ist, weil sonst die Lösung über die Zeit wegdriften würde. Und in dieser Fahrt im Freien, also nicht mehr in einem Büro, war das relativ häufig der Fall, weil diese Trajektorie ja immer wieder, sage ich mal, an Punkte führt, wo man schon mal vorher gewesen ist. Und in diesem Fall kann man hier eine, ja nicht nur eine genaue Karte erstellen, wie links dargestellt, sondern eine Positionstrajektorie zu haben, die recht nahe an dieser Ground Truth ist. Aber wie gesagt, hier hat man viele Loop Closures. Hier nochmal genauer hineingezoomt, die Abweichung zwischen der LiDAR-Lösung und unserer RTK-Lösung liegt hier im Bereich, dass man es kaum sehen kann. Also jetzt ist ja ein Meter Abstand, also ich würde mal sagen in der Genauigkeit vom Zentimeterbereich. Dann sieht man hier noch, wenn man jetzt mal nicht immer nur in der Innenstadt fährt, wo man immer wieder an die gleiche Gasse kommt, sondern mehr eine Strecke entlang fährt, sieht man hier so einen LiDAR-Scan. Ich finde das ganz beeindruckend, wie man immer die Häuser sieht, die Bäume, die Fahrbahn, kann eigentlich relativ viel wiedererkennen. Und denkt, man hat fast die perfekte Lösung. Aber ganz so perfekt ist es nicht, weil der LiDAR-SLAM eben auch eine gewisse Fehlerpropagation hat, eine gewisse Drift entstehen kann über die Zeit. Das ist jetzt hier auf dieser Folie dargestellt, wieder der Vergleich der LiDAR-Lösung mit der RTK-Lösung, basierend auf den Satellitensignalen, über eine deutlich längere Strecke. Man sieht das hier schon 1000 Meter, Kilometer, hierüber etwa eine ähnliche Größenordnung. Und man sieht, dass nun doch deutliche Abweichungen entstehen von 10, 20 Metern, wenn man den LiDAR alleine verwenden würde. Was man aber natürlich nie machen sollte. Und deswegen bin ich fast wieder schon ein bisschen zurück. Nun schließt sich so allmählich der Vortrag, dass die Sensorfusion schon der Schlüssel ist für eine präzise und eine robuste Positionierung. Und dann kommt nochmal diese Folie, bevor ich dann zum Ende komme, dass man also im Kern hat man den Kalman-Filter, der macht abwechselnd seine Zustandsprädiktion und dann seine Aktualisierung. Und für diese Aktualisierung sollte man alle Sensordaten verwenden, die man hat.
entweder die Satellitensignale, die im Außenbereich natürlich eine sehr gute Lösung liefern, ein Inertialsensor, mit dem man mal eine kurze Unterbrechung unter einer Brücke überbrücken kann, oder eben diese lokale Positioninformation wie Ultra-Wideband, also Funksignale für den Innenbereich, Korrekturdaten natürlich, und dann eben die visuellen Sensoren, weil man nicht überall im Innenbereich Ultra-Wideband-Anker platzieren kann. Das ist der Vorteil dieser optischen Sensoren, dass sie eigentlich keine Infrastruktur in dem Sinne benötigen. Genau. Die funktionale Sicherheit, das ist noch etwas, was wir noch nicht ganz erledigt haben in dem Projekt. Daran arbeiten wir natürlich noch. Genau. Hier noch meine Kontaktdaten. Dann mache ich nochmal vielen Dank sagen für die Möglichkeit, diesen Vortrag halten zu dürfen, und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung. Ja, super. Vielen Dank, Herr Henkel, für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag und die Einblicke, die Sie uns an der Stelle jetzt gewährt haben. Und ich möchte den Aufruf, den Sie gerade gestartet haben, auch einfach in die Runde geben. Also wenn es Fragen zu dem Vortrag gibt, dann gerne per Handzeichen, virtuelles Handzeichen in Zoom, die Handhebenfunktion nutzen. Dann können wir entsprechend Ihnen das Wort erteilen oder auch gerne einfach den Chat nutzen. Es wird auch am Ende noch mal kurz ein paar Minuten Zeit geben, Fragen zu stellen. Dann werden auch die Fragen entsprechend beantwortet. Ich fand sehr, sehr spannend, dass es ja doch, also für mich gibt es gleich ganz viele Anknüpfungspunkte, und ich denke mir, ah ja, da fallen mir sehr, sehr viele Beispiele ein, wo es einfach auch spannend wäre, wirklich in den Austausch zu gehen. Jetzt aber gerade auch mit dem Hinblick auf Innovationen und die Verwertbarkeit der Ergebnisse würde mich jetzt einfach noch mal kurz interessieren. Das ist ja öffentlich gefördertes Projekt. Wie sieht es denn da aus? Was ergibt sich denn vielleicht für Anschlussprojekte, oder ist sowas auch mit angedacht? Was passiert mit den Erkenntnissen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also zum einen wandern die natürlich in unsere Produkte hinein, wollen die weiterentwickeln, damit natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben, immer ein Stück voraus sein der Konkurrenz. Das ist die eine Verwertungsschiene. Die andere ist natürlich auch weiterführende Projekte. Das machen wir auch sehr gerne, auch im FCD und auch mit anderen natürlich. Forschungs- und Entwicklungsprojekte, dann melden wir Patente an, dann wollen wir Services erschließen, mit denen wir eben Kartenerstellungen, Kalibrierdaten liefern können, eintrainierte Netze, genau. Und natürlich Kooperationen mit der Industrie möchten wir natürlich auch gerne, und auch mit Hochschulen und Wissenschaftspartnern, das sind wir überall total offen. Ja, vielen Dank für den Moment. Im Moment gibt es direkt zum Vortrag keine Fragen. Wie gesagt, gerne einfach auch den Chat nutzen oder dann eben nachher nochmal auch die Möglichkeit, per Handheben entsprechende Fragen zu stellen. Dann kommen wir zu unserem zweiten Referenten, Dr. Georg Dummer. Dr. Georg Dummer hat ja auch eine Historie in Karlsruhe. Er war am KIT, hat dort Informatik studiert und war dann auch am FZI im Bereich ESS tätig und ist dann jetzt bei IAVF Teamleiter für Softwareentwicklung, IAVF Antriebstechnik. Und jetzt geht es um Direktaufträge, und da bin ich sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Hey, vielen Dank für die Einführung. Ich werde jetzt mal meine Präsentation freigeben und hoffe, dass sie jetzt sichtbar ist. Ist das der Fall? Super, alles sichtbar. Gut, prima. Dann kann ich ja loslegen. Ich habe mir ein kleines Späßchen erlaubt von der Forschung auf den Prüfstand. Fand ich eigentlich ganz lustig. Der Titel suggeriert natürlich irgendwie, dass die Forschungsleistung des FZI auf den Prüfstand, also geprüft wird. Dem ist aber natürlich nicht so, sondern die IAVF ist Prüfstandsanbieter, ganz im Speziellen im Bereich des Automotive Testings. Und diese Domäne ist natürlich etwas spezieller, als dass ich sie natürlich jetzt direkt mal vorstellen möchte. Also die IAVF als solche, einen kleinen Einblick in die Firma erst einmal und im weiteren Verlauf dann die jeweiligen Teile der Zusammenarbeit, die sich jetzt schon über eine lange Zeit erstrecken,
dann kurz anreißen. Also, was bedeutet Prüfstandsanbieter? Das zeigt eigentlich dieses Bild hier auf der ersten Folie ganz gut. Man sieht, dass die IAVF aus mehreren Teilen besteht. Wenn man Prüfstände anbietet, muss man natürlich die Räumlichkeiten, die Prüfstände für die einzelnen Tests bereithalten in großen Gebäuden, mehrere große Gebäude. Es gibt aber auch natürlich noch vieles, was drumherum anzubieten ist. Mechanische Entwicklung, Mechanik, Schlossereien, eine Motormontage. Wir kommen aus dem Bereich des Motorentests, des klassischen Verbrennertests. Das heißt, hier im Vordergrund ist auch so ein Bild zu sehen, wie der Motor in den Prüfstand gefahren wird, typischerweise nicht von Hand. Das ist jetzt nur der PR geschuldet. Wird normalerweise etwas sanfter mit dem Gabelstapler gefahren. Aber wir können diese Motoren von Grund auf zerlegen und wieder zusammenbauen. Dazu braucht es eigene Motormontagen, eigene Fähigkeiten bei den Leuten. Das bieten wir alles an. Die zweite große Säule, Labore und Forschung, bedeutet, dass zu diesen eigentlichen Prüfaufgaben der Antriebe natürlich auch vor allem metallurgische Laborarbeit anfällt, Ölvermessung, Metalluntersuchungen und entsprechende Forschungsleistung mit diesen Materialien angeboten werden kann. Und die dritte große Säule, und da deutet sich schon so ein bisschen die Softwareentwicklung, in der ich arbeite und Kooperation, dann ist die Messtechnikentwicklung. Es ist nicht so, dass man für so ein Unternehmen wie die IAVF alle Messtechnik wirklich am Markt kaufen kann. Da werden wir dann auch nachher noch ein Beispiel sehen. Man muss auch tatsächlich in die eigene Messgeräteentwicklung gehen. Das sind natürlich große Aufgaben und da ist die IAVF als relativ kleiner Mittelständler von ungefähr 200 Mitarbeitern jetzt nicht alleine aufgestellt. Wir sind Teil einer Firmengruppe, der APL-Gruppe. Die Mutter sitzt in Landau, ist auch aus dem klassischen Verbrennungstesting, kommen die APL her. Die APL und die IAVF unterhalten in Wolfsburg, man möge sich seinen Teil denken, warum, Niederlassungen. Zur Firmengruppe selber gehören auch die APS in Stuttgart. Die MOT gehört zur IAVF auf der Alp in Tschechingen. Und noch die AIP, vielleicht auch bekannt manchem in Haldenwang. Natürlich kann ich jetzt die Gruppe als solche nicht in der Gänze vorstellen, das ist ja klar. Konzentriere ich mich auf jeden Fall erstmal auf die IAVF, weil um uns geht es ja hier eigentlich auch in der Kooperation mit dem FZI. Wie sieht so ein Prüfstand, wie sieht das Innenleben, das Herz von der IAVF aus? Das sind eben solche Prüfstände, die wir bereitstellen. Erstmal natürlich nur die Räumlichkeiten, aber natürlich auch alles, was dazugehört, um einen, in dem Fall hier motorischen Test durchzuführen, das heißt Medienversorgung, Abluft, Zuluft, Wasser, Kraftstoffe, muss alles bereitgestellt werden. Wenn wir jetzt wie hier auf den Folien schon sehen, auch in die Hybridisierung denken oder in die Elektrifizierung des Antriebsstranges, müssen wir natürlich auch viel elektrisches Potenzial bereitstellen. Das sind dann hier diese orangen Kabel, die immer mehr und natürlich bei uns immer mehr verlegt werden müssen, bereitgestellt werden müssen. Wir können testen, die Räumlichkeiten suggerieren jetzt hier einen normalen Motor für ein normales Fahrzeug. Wir testen aber genauso gut in kleineren Einheiten Motoren für oder Antriebe für Handgeräte, aber eben auch bis große Generatoren, die dann noch spezieller größere Prüfstände brauchen. Und von uns kommt natürlich dann das ganze weitere Equipment, nicht nur die Räumlichkeiten und die Medienversorgung, sondern alles, was hier eigentlich auf den Bildern zu sehen ist, ist nur Zusatzhardware, Messtechnik, die von uns bereitgestellt wird. Das eigentliche System an der Test kann man hier vage erahnen, das Getriebe und dahinter der Motor. Und das muss auch gar nicht der Antrieb sein, der da getestet wird, sondern das eigentliche Unit an der Test, das kann eine Komponente sein, das können die Medien sein, das kann aber auch der Verschleiß von Bauteilen im Motor, im Antrieb sein. Somit sind manchmal die eigentlichen Motoren oder Antriebe
nur Vehikel, um die eigentliche Prüf- oder Testaufgabe durchzuführen. Interessant für so eine Kooperation mit dem FZI ist ja, dass ich von der Software komme. Wo sieht man jetzt hier überhaupt Software? Nun ja, überall bei den ganzen Sensoren, das muss ja alles zusammengehalten werden, zusammengeführt werden. Das entsprechende Automatisierungssystem, von dem ich jetzt hier erstmal kein Bild habe, aber was dann auch noch zur Ansprache kommt, das wird bei der IAVF auch selber entwickelt. Wo jetzt für die IAVF ein bisschen der Wandel sichtbar wird, den wir jetzt ja alle auch erfahren in der aktuellen Diskussion um Elektrifizierung und wie geht das jetzt weiter mit den Verbrennern. Das stellt sich bei uns so dar, dass wir seit Neuestem auch Rollenprüfstände zur Verfügung stellen. Natürlich in Abstimmung in der Firmengruppe gibt es speziellere, größere Rollen, klarerweise. Wir haben uns etwas auf die einfachen, flexibleren Rollen hier in Karlsruhe spezialisiert, wo Sie dann ein ganzes Fahrzeug oder ein Zweirad draufschnallen können, was auch immer. Auch müssen wir, hier steht es in den Folien noch drin, Applikation mit Fahrer, auch das müssen wir demnächst schon bald gar nicht mehr tun. Wir werden sicherlich in Zukunft bald auch Fahrroboter einsetzen können, die das Ganze dann automatisiert im Fahrzeug die Tests fahren können. Der Eindruck, den ich jetzt hier geben möchte, ist, dass natürlich die IAVF als auch Antriebstechnik GmbH, wie es schon im Namen trägt, ein sehr maschinenbaulastiges Unternehmen ist. Aber das Spezielle ist, dass sie schon seit ihrer Gründung, und das sind jetzt auch schon 40 Jahre her, schon immer eine Softwareentwicklung auch angeschlossen hat. Und die Softwareentwicklung in unserem Haus, habe ich jetzt mal hier so die Themen, die Säulen, die ich so gerne nehme, zusammengestellt. Das sind schon vielfältige Sachen. Auf manche werde ich gar nicht eingehen im weiteren Verlauf. Wie jetzt zum Beispiel den Service, wenn wir unsere eigenen Produkte in-house vertreiben, muss man diese natürlich Service-Dienstleistungen dazu anbieten oder Methodikunterstützung. Das sind Sachen, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die oberen drei Punkte Softwareentwicklung sind natürlich sehr spannend. Unser Automatisierungssystem, Hardwareentwicklung ist eben diese schon genannte Messtechnikentwicklung, die wir machen. Und die Datenanalytik ist klar, dass das heutzutage immer mehr, wie es auch in dem Vortrag vorhin schon angeklungen ist, Daten zu analysieren, ist das Thema der Zukunft auch für uns. Das ist ganz klar. Und da auf diesen beiden, drei Themen, da basiert die ganze Kooperation mit dem FZI seit über 10 Jahren, muss man sagen. Ich komme ja vom FZI und habe diese Kooperation auf der anderen Seite, also direkt im FZI angefangen und bin dann gewechselt und treibe das Ganze dann nun von der IAVF-Seite weiter. Und damit hat das eigentlich ja alles angefangen. Vor über 10 Jahren kam der Geschäftsführer ins FZI und hat so eine Sensor-Koppeleinheit. Das sind die Geräte, die wirklich im Prüfstand, die hat man vorhin auch schemenhaft erkannt, eingesetzt werden, um Temperaturen, Drücke, alles Mögliche an Sensorik zu vermessen und gebündelt in das Automatisierungssystem einzuspeisen, kam mit so einer Kiste ans FZI und hat gesagt, da ist was, das muss weiterentwickelt werden, das geht so nicht weiter. Keiner wusste was, keiner konnte das irgendwie hier in-house machen. Und das ist schon so eine schöne Sache vom FZI, ne, dass man da einfach sagen konnte in einem Projekt, ja, wir analysieren das, wir debuggen das, das landet auf meinem Schreibtisch. Und wir machen eine Empfehlung, wie das in der Firma, in Ihrer Firma und jetzt in meiner Firma weitergehen kann. Wir haben eine Plattformentscheidung getroffen, über ein paar Umwege dann auf NI-Hardware gegangen. Und diese Plattformentscheidung hat bis heute getragen. Wir entwickeln genau auf dieser Basis immer weiter. Seit 10 Jahren stellen wir unsere IO-Systeme um, bauen auch auf dieser Plattform neue Messgeräte. Und in einem weiteren Verlauf, da war ich dann schon bei der IAVF, haben wir dann angefangen, auch als interessantes Output von der Zusammenarbeit mit dem FZI, Protokolle, die eigentlich gar nicht für diesen Einsatzzweck gedacht sind, wie dieses XCP-Protokoll, für uns als Kommunikationsprotokoll in unser Automatisierungssystem einzubauen. Das hat durchaus sehr interessante Nebeneffekte, dass ich nämlich andere Systeme auch mit unserer Hardware betreiben kann. Ein sehr schönes Beispiel in meinen Augen, wo dann so ein Impuls vom FZI sich widerspiegelt, natürlich auch in einer Implementierung, die aufwendig ist, das ist ja klar, da braucht man die Unterstützung vom FZI. Aber die haben wir dann auch bekommen. Wir haben dann also diese Implementierung in einem Projekt für unser Automatisierungssystem bekommen und können jetzt auf dieser Ebene dann
Funktionalität anbieten, die wir sonst früher nicht gehabt hätten. Es gibt natürlich Grenzen, sage ich mal, wo man diese Plattform nicht weiter treiben konnte. Das ist so unser Flaggschiff der Messgeräteentwicklung. Das ist ein Gerät, mit dem man Verschleiß kontinuierlich messen kann. Das ist eins von den Alleinstellungsmerkmalen der IAVF. Eigentlich muss man fast sagen, weltweit. Ein kurzer Abriss. Ich kann das jetzt natürlich in der Kürze der Zeit nicht erklären, aber um ein Verständnis dafür zu gewinnen, Sie markieren wie im Krankenhaus letztlich einen Teil, was Sie untersuchen wollen, radioaktiv. Das kann man glücklicherweise hier in Karlsruhe machen. Baut das Teil mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen wieder funktionsfähig in den Motor ein. Und über den Kontakt mit dem Öl wird der radioaktive Abrieb dann kann vermessen werden in speziellen Filterbauten und die entsprechende Strahlung dann mit einem Detektor, das sieht man hier oben neben dem Gerät zuvor, schauen diese Röhre vermessen werden. Sie bekommen dann ein Impulsmuster, was Sie in ein Spektrum umwandeln und aus dem Spektrum können Sie dann zurückrechnen in die Verschleißrate, die wir mit einer Einheit angeben, Nanometer pro Stunde. Das heißt, in den Dimensionen bewegen wir uns auch von der Messtechnik. Und dieses Gerät haben wir natürlich jetzt nicht, konnten wir leider nicht mit der von uns definierten Plattform aufbauen. Das haben wir wirklich im Grunde genau standardmäßig mit PCI-Einschubkarte und so FPGA, ADC entwickeln lassen. Und mit Hilfe des FZIs haben wir dann auf diesem FPGA die Algorithmus, den zentralen Kernalgorithmus für die Impulsdetektion verbessert, entwickelt, weiterentwickelt und in die Produktreife gebracht. Man muss sich vorstellen, dass die Datenraten hier ungefähr 600 Megasamples sind auf zwei Kanälen. Wir können hier mehrkanalig messen. Bei einer Auflösung von 16 Bit müssen Sie das in Echtzeit, quasi diese Impulshöhen, die ich hier in dem Diagramm eingeschrieben haben, müssen Sie vermessen können, um dann Spektrum darstellen zu können. Also da auch eine sehr low-levelige Hilfe vom FZI mit einem Know-how, was hier nun, also VHDL in einem normalen Mittelständler noch gar nicht vertreten ist. Wenn man jetzt hier weitergeht von so einem Gerät, hier sehen Sie auch auf der rechten Seite des Displays, das sind auch echte Verschleißwerte dann. Die wollen Sie jetzt dann irgendwie dem Kunden präsentieren. Da ist gar nicht mal so interessant, dass die absolut irgendeine Höhe haben, sondern die Gradienten sind interessant. Dann müssen Sie da hingehen, wie präsentiert man das eigentlich? Und auch da hatte das die IAVF Probleme, weil es gab eine uralte Software, die schon 20 Jahre alt war, die Erneuerung bedurfte. Und wir mussten uns die Frage nun stellen, wie machen wir das? Wie stellen wir das jetzt dar? Haben auch genauso eine Plattform Analytik gemacht, wie wir es eigentlich mit der Hardware zu meiner Zeit gemacht haben. Wir auch hier die Softwareplattformen durchgeguckt, was kann man mit denen machen. Und haben uns dann für so eine sehr bunte Plattform entschieden, die man dem Ingenieur anbieten kann und sagen, hier die ganze Analytik, du musst gar nicht mehr in Excel arbeiten, du kannst neue Analysen zusammenstecken, wahlfrei und deine Datenströme, deine Messschriebe direkt vom Prüfstand nehmen, analysieren und in ein spezielles, Sie sehen es hier unten auf der rechten unteren Ecke, in so ein spezielles Kennfelddiagramm, wie wir das hier nennen, darstellen. Das ist direkter Output von auch einer mehrwöchigen, mehrmonatigen Zusammenarbeit mit dem FZI. Dieses spezialisierte Diagramm für unsere Gradientendarstellung, das finden Sie in keinem kein Analytikprogramm, Auswerteprogramm, das ist für uns nach unseren Vorgaben, nach unseren Vorstellungen erstellt worden vom FZI auf dieser Datenplattform, die wir tatsächlich jetzt weiterentwickeln. Also wir haben es hier tatsächlich geschafft, dass diese Plattform, die Open Source ist, wir unseren Teil, den wir mit dem FZI angefangen haben, wirklich aktiv weiter als Produkt entwickeln können. Wir können das tatsächlich jetzt in einem aktuellen Projekt, in einem Kundenprojekt einsetzen, dieser Entwicklung. Das ist schon auch eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung, die da mit dem FZI getroffen wurde und die Einzug gefunden hat in die Arbeiten hier von der IAVF, die das wirklich auch
von der Geschäftsführung vorgegeben wird, wir benutzen dieses und nur noch dieses Werkzeug für die Analytik, vor allem jetzt in dieser Darstellung hier. Wenn wir dann mit der Analytik nicht weiterkommen, sind wir vor kurzem auch tatsächlich mal mit einer ganz eigenen Aufgabe an das FZI herangetreten, ganz spontan und gesagt, hier angerufen, wie man sich das so vorstellt, Hotline, ich habe ein Problem, wir schaffen das ressourcentechnisch nicht, könnt ihr uns helfen? Das war Q3, Q4 letzten Jahres. Aus einem Kundenprojekt hat sich ergeben, dass der Kunde Interesse hatte an der Ventilbewegung innerhalb des Brennzykluses. Also die Ventile, die man hier oben da sieht, gehen ja auf und zu in jedem Verbrennungstakt. Und durch unsere Voruntersuchung hat man einen Verschleiß festgestellt von den Ventilen an bestimmten Stellen, konnte sich den aber nicht besonders gut erklären. Und nun hat der Kunde Videodaten gemacht aus der Verbrennung heraus. Die darf ich jetzt leider nicht zeigen, aber es sind sehr spektakuläre Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit der Verbrennung, der Explosion und dem ganzen Arbeitsspiel dann innerhalb des Zylinders. Und diese Videodaten hat er den Wunsch zu analysieren, wie sich das Ventil während seines Arbeitsspieles bewegt. Und das haben wir dann innerhalb wirklich immer in wöchentlichen Sitzungen haben wir das dann geschafft, mit dem FZI zusammen dem Kunden dann solche Diagramme zu machen, dass er sagen kann, hier bei diesen Konstellationen im Motor, bei dieser Verbrennung hat sich das so und so verhalten. Da kam tatsächlich auch dieses 3D-Kennfeld-Diagramm zum Einsatz. Konnten wir hier also diese Ventilbewegung vermessen, absolut vermessen, im Bereich von Bewegung von Mikrometern. Das ist also auch wirklich eine sehr spontane und sehr interessantes Projekt mit dem FZI zusammen. Und klar, es hat auch schon in der letzten Vortrag hat es schon angeklungen, um die KI kommen wir auch nicht drumherum, um KI arbeiten. Das ist ja völlig klar heutzutage. Also auch da, dem Thema haben wir uns jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren in so einem Themencluster KI Anomalieerkennung in unserem Fall jetzt angenommen. Begonnen haben wir hier mal mit normalen Prüfstandsdaten, die wir ja zuhauf haben. Dann ist einem Ingenieur ein verstecktes Problem aufgefallen. Und bei diesem ersten Berührungspunkte mit KI haben wir gesagt, ach, lass uns doch mal so einen kleinen Wettbewerb machen mit Informatikern aus unserer Gruppe und dem FZI. Die Gruppeninformatiker haben das mit Machine Learning-Ansätzen versucht zu finden. Wir haben es mit KI gemacht. Die Zusammenarbeit mit dem FZI, das Vorgehen war so gut, dass wir das dann veröffentlichen konnten auf dem Wiener Motorensymposium letztes Jahr. Das war auch ein schöner Erfolg für uns, also rein wissenschaftlich mal auch aus der Softwareentwicklung hier eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu machen auf diesem realen Problem hier. Und dieses Thema ist jetzt ein bisschen weiter in einem ganz aktuellen Zusammenarbeit, die jetzt demnächst das Projekt beendet wird und dann weitergegangen wird, hat sich jetzt verschoben von Prüfstandsdaten auf Schwingungsuntersuchung. Wir testen ja Antriebe und die drehen sich und die schwingen also. Und da geht es vor allem darum, natürlich versteckte Frequenzen zu finden, die ja tendenziell auf irgendeine Veränderung des Prüflings hindeuten könnten. Da sind wir dabei, jetzt einen eigenen Sensor in Anführungszeichen aufzubauen, der dann mit der von dem FZI entwickelten Anomalieerkennung, Anomaliedetektion gut zusammenarbeitet und dann gegebenenfalls sogar in Echtzeit den Prüfstandsbetrieb unterbrechen kann oder dem Ingenieur Hinweise geben kann, da stimmt was nicht, guck mal, ob man da jetzt weiterfahren kann. Das ist jetzt wirklich der allerneueste Zusammenarbeit, die natürlich extrem viel Potenzial hat, da noch weiterzumachen. Das ist völlig klar. Und da bin ich auch sehr gespannt eben drauf, wie es jetzt weitergehen kann dann in der Zusammenarbeit. Was wir als nächstes uns ausdenken, bleiben auf dem Thema, wenden wir uns dem neuen Thema zu. Da bin ich also auch guter Hoffnung, bin auch jetzt schon am Ende meiner Folie. Danke eigentlich vor allem auch dem FZI für die Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren und kann nur sagen, freue mich auf
die nächste Zeit, wie es dann weitergeht. Dankeschön. Ja. Super, vielen Dank, Herr Dummer. Das war super spannend. Testing ist ja wirklich auch ein ganz elementarer und wichtiger Baustein in der Entwicklung. Und insofern fand ich es ganz interessant, jetzt einfach diese Einblicke zu erhalten. Aber Sie haben auch wunderbar schön dargestellt, wie die Zusammenarbeit eben auch zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtung an der Stelle funktionieren kann. Auch mal spontan, auch in ganz unterschiedlichen Varianten mit diesen neuen Ansätzen wie diesem Wettbewerb, den Sie gemacht haben. Das ist einfach wirklich spannend und das zeigt auch auf, wie vielfältig die Möglichkeiten an der Stelle sind. Das war mir wichtig, genau, dass wir vielfältige Möglichkeiten bereitstellen und das FZI auf der anderen Seite eben diese auch adaptieren kann, mitbearbeiten kann. Genau. Absolut, ja. Mhm. Das ist auch tatsächlich, wenn ich jetzt schaue, wie kommen Unternehmen auf uns zu, das ist jetzt ein super Beispiel, wenn man schon ungefähr weiß auch, was man möchte, beziehungsweise in welche Richtung, ne, wo man Unterstützung braucht oder Anknüpfungspunkte hat, dann eben auch hier wirklich in den Dialog zu gehen und auch gemeinsam eine Analyse zu machen, zu schauen, wie sieht es denn aus, was sind die besten Möglichkeiten, uns wirklich gemeinsam voranzutreiben und Innovation zu gestalten. Ja. Nochmal ganz kurz in die Runde, einfach der Aufruf, also gerne per Hand heben, Fragen stellen oder auch in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich angesichts der Zeit jetzt übergehen zu dem nächsten Referenten. Das ist Ljubo Barak. Da haben wir eben gerade auch aus diesem Projekt KI-Transfer BW heraus hier entsprechend Anknüpfungspunkte gefunden. In KI-Transfer BW geht es ja auch darum, Praxispiloten mit Unternehmen durchzuführen, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, was wollen wir eigentlich machen, was können wir machen, was geben unsere Daten vielleicht an der Stelle her. Wir haben unterschiedliche Praxispiloten durchgeführt und Ljubo Barak wird uns jetzt eben erzählen, was hier mit BTB im Rahmen des Projektes zustande kam. Genau, vielen Dank für die Einführung. Ich versuche jetzt meine Präsentation zu teilen und hoffe, dass es auch funktioniert. So. Das sieht sehr gut aus. Ich kann super, sehen. Super. Dann fange ich mal an. Hallo zusammen, mein Name ist Ljubo Barak und heute habe ich die Gelegenheit bekommen, etwas über KI im Mittelstand bzw. bei der BTB zu erzählen. Die Herausforderung dieser Präsentation für mich wird eigentlich sein, diese in circa 10 Minuten hinzukriegen. Ich werde mich bemühen und hoffe, dass ich das mit der folgenden Agenda auch machen kann. Also erstmal ganz kurze Vorstellung, ein bisschen was über die BTB, wie wir eigentlich zu KI gekommen sind. Und dann geht es weiter mit den Praxispiloten, mit FZI aus KI Transfer BW. Was wir daraus gelernt haben und wie das eigentlich schon jetzt zu den ersten KI-Kundenaufträgen geführt hat. Ich bin, wie Frau Gold schon gesagt hat, der Ljubo. Ich bin seit 2014 bei der BTB. Seit 2019 bin ich Managing Consultant und zuständig damit für zwei Bereiche, Business Integration und Innovation. Und genau in dem Bereich Innovation oder Innovation beschäftigen wir uns in den letzten 2 Jahren intensiv mit dem Thema KI. BTB an sich ist eines der ältesten Softwarehäuser bundesweit. Was wir machen, ist eigentlich typisch für viele Softwarehäuser. Wir unterstützen unsere Kunden bei diversen Softwareprojekten, meistens Java, C#, C und so weiter und so fort. Wir haben uns bis 2019 mit KI also überhaupt nicht beschäftigt. Investieren aber die letzten Jahre verstärkt in Innovation und versuchen jetzt mit unseren Kunden über KI zu sprechen und gemeinsame Use Cases zu finden. Also wie sind wir eigentlich zu KI gekommen? Wie gesagt, eines der ältesten Softwarehäuser Deutschlands und jetzt haben wir das Thema KI am Tisch. Eigentlich, wie das so oft auch der Fall ist, sind unsere Kunden im Sommer 2019 zu uns gekommen, haben was vom Begriff KI, künstliche Intelligenz, gehört und haben gefragt, ob wir damit was anfangen können. Wir sind Softwareentwickler und wir sagen fast nie Nein zu unseren Kunden. Und wir haben dann dementsprechend auch gesagt, dass uns das Thema ja bekannt ist, aber dass wir uns mit dem Thema noch beschäftigen müssen. Dann haben wir an diversen Workshops teilgenommen. Wir haben mehr investiert in die Business Unit Innovation oder Innovation
Und dann haben wir angefangen, unsere Ausbildungsprojekte zu machen. Was diese Projekte sind, zeige ich gleich auf der nächsten Folie. Und aus diesen Ausbildungsprojekten oder in diesen Ausbildungsprojekten haben wir relativ früh gemerkt, dass externe Kooperation notwendig ist, wenn es ums Thema KI geht. Also wir haben gemerkt, ja, wir können Workshops anschauen, Workshops besuchen, wir können Schulungen anschauen, wir können vielleicht ein paar Zertifizierungen machen, aber das bringt uns bei speziellen Use Cases nicht wirklich weiter. Dann haben wir im Rahmen von KI Transfer BW Kooperation mit FZI angefangen, aber auch in anderen Projekten und mit anderen Forschungsinstituten, wie zum Beispiel Fraunhofer Institut, da sind wir an OpenAI Innovation Seed beteiligt, aber auch TU Ilmenau, wo es kurz um ein Projekt ging, Drohnenverfolgung im unteren Luftraum. Ein kurzer Exkurs zu Ausbildungsprojekten. Also was die Idee hinter einem Ausbildungsprojekt ist, ziemlich einfach. Also in dieser Business Unit Innovation haben wir ein kleines Team, bis 7 bis maximal 8 Entwickler. Davon sind 3 bis 5 Praktikanten oder Junioren. Die werden dann von 2 erfahrenen Entwicklern begleitet. Da bin ich meistens dabei als Produktmanager, PM, und ein Kollege ist auch dabei als technischer Teamleiter. Wir haben eine gute Idee und würden uns gerne mit neuen Technologien beschäftigen, also Cutting-Edge-Technologien, darunter natürlich auch KI, aber auch nicht immer die, ich sag mal, herkömmlichen Sprachen, Programmiersprachen, sondern auch Golang, Rust und so weiter und so fort. Also Hauptsache neue Sachen mit so einem Team. Das hat klare Vorteile sowohl für die Praktis als auch für die BTB. Für die BTB ist es klar, so Praktis sind unsere zukünftigen Mitarbeiter. Und wir beschäftigen uns durchgehend mit neuen Technologien. Das heißt, wir bleiben immer auf dem aktuellsten Stand. Und Vorteile für die Praktis, die machen eine tolle Ausbildung bei uns zum Full-Stack-Entwickler in einem Jahr, was ich selten jetzt in meiner Karriere bei KMUs vor allem erlebt habe oder gesehen habe. Und so ein Ausbildungsprojekt wird wie ein Kundenprojekt gelebt. Also das heißt, wir machen das agil. Ich als PM bin in dem Fall der Kunde. Und unsere Praktis sind dann für Berufsleben eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben übrigens auch eine Übernahmequote von unserer Praktis von über 90%. Also das heißt, unser Programm, Ausbildungsprogramm funktioniert in dem Fall sehr gut. Warum ich das jetzt erwähnt habe, weil wir haben mit der Idee vom Praxispilot, also mit der Idee von dem Ausbildungsprojekt, haben wir mit dem Praxispilotenprojekt mit FZI angefangen. Also dazu haben wir dann zu unseren Praktikanten und Entwicklern haben wir noch 2 Kollegen von der FZI aufgenommen, Alexander und Oliver. Wir haben uns eine gute Idee überlegt in Form eines Projekts namens CV Analyzer. Die Idee war eigentlich, eine KI aufzubauen, die Bildsegmente erkennt in CVs, in Lebensläufen und daraus irgendwie standardisierte CVs zu generieren, mit dem Ziel, eventuell eine KI-Auswertung von Textinhalten zu machen, eigentlich um diese Bearbeitung von CVs einer Personalabteilung zu erleichtern. Eine Personalabteilung, die täglich vielleicht 100 oder mehr sogar CVs bekommt. Ziel des Projekts an sich war einfach KI-Erfahrung zu sammeln, so Use Cases prüfen, welche Probleme KI lösen kann, um eigentlich Potenzial von KI für die BTB besser evaluieren zu können. Ziel von diesem Projekt war nie wirklich ein Produkt zu verkaufen, sondern wirklich KI-Wissen aufzubauen. Wir haben uns also eine Oberfläche und einen Service überlegt, wo CVs oder Lebensläufe hochgeladen werden können. Die Oberfläche sieht dann so aus. Und nachdem die CVs hochgeladen werden, werden diese an KI für Bilderkennung weitergegeben. Das war ein UNet, Convolutional Neural Network. Wir hatten, also Ergebnis war, also ich sage mal, nicht, also für uns natürlich gut, weil unser Ziel war, KI kennenzulernen, aber wir haben relativ früh gemerkt, dass es Probleme mit den Daten gibt, vor allem mit Datenvarianz, mit einer hohen Varianz und Menge der Daten.
Wir hatten circa 150 CVs, 150 Lebensläufe. Wir haben davon noch 100 augmentiert, also 250 Lebensläufe. Wir haben, und das kennt, glaube ich, fast jeder in dieser Gruppe, wir haben die Masken erstellt, wir haben also Labeling in dem Fall gemacht, wir haben diverse Algorithmen ausprobiert, diverse Einstellungen ausprobiert. Und das hat in einigen Beispielen, in Standardbeispielen, gut funktioniert. Das können wir auf dem ersten Bild hier oben sehen. Wenn also ein Lebenslauf in einem Standardformat ist, dann werden die Bereiche wie also Ausbildung oder Berufserfahrung relativ gut erkannt. Aber sobald so ein CV oder Lebenslauf ins Spiel kommt, dann wird es schwierig. Und dann es haben uns die Daten einfach nicht gereicht. Aber wir haben viel gelernt, wie man mit den Daten umgehen soll und wie man mit diesen Algorithmen umgehen soll. Dann haben wir uns auch was anderes überlegt. Wir haben dann natürlich noch immer in Kooperation mit FZI, wir haben NLP, Natural Language Processing, auch ausprobiert mit der Idee, aus einem Lebenslauf ein Einschreiben zu generieren. Nur einfach um KI um NLP zu testen. Das hat auch zu interessanten Ergebnissen geführt. Die habe ich leider jetzt hier, glaube ich, auf der Folie nicht. Da haben wir auch festgestellt, dass nochmal die Daten also relativ problematisch sind. Also was haben wir in dem Fall gelernt? Daten. Wir haben gelernt, dass gute Idee und technische Expertise nicht ausreichend sind für ein KI-Projekt oder um ein KI-Use-Case umzusetzen. Daten und Kontrolle über Daten ist viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, wie kommen wir als KMU mit rund 55 Mitarbeitern, wie kommen wir an diese Daten? Da haben wir drei Möglichkeiten identifiziert. Eine Möglichkeit, die auch relativ gut funktionieren kann, ist Daten, also Kooperation mit Wissenschaft, mit Forschungsinstituten. Also das hat mit FZI jetzt in dem Fall sehr gut funktioniert, aber auch mit dem Fraunhofer Institut hat das gut funktioniert oder TU Ilmenau. Zweite Möglichkeit ist vielleicht Kooperation mit anderen KMUs, vielleicht sogar in Form einer KI-Genossenschaft, dass zwei oder mehrere KMUs an einem Projekt kooperieren und ein Projekt gemeinsam umsetzen, vielleicht gemeinsam ähnliche Daten haben, diese Daten irgendwie fusionieren, gemeinsam nutzen und dann zu einem Ergebnis kommen. Und dritte Möglichkeit ist, mit unseren Kunden zu reden und versuchen, an Daten von Kunden zu kommen. Das ist leider nicht immer einfach, aber in unserem Beispiel hat das tatsächlich zu ersten Kundenaufträgen auch geführt. Und das war, ich würde sagen, Ergebnis von unserer Kooperation mit FZI und Fraunhofer Institut in dem Fall. Wie wir das geschafft haben, ist relativ einfach. Also wir hatten eine Idee, wir als Entwickler, die unsere Kunden unterstützen, kennen die Anwendungen von unseren Kunden. Und wir sind jetzt in der Lage, zumindest die einfachen Use Cases, die einen Mehrwert dem Kunden bringen, zu erkennen. Wenn wir so einen Use Case oder Anwendungsfall erkannt haben, dann können wir schon die ersten Gespräche mit dem Kunden führen und dann fragen eventuell, ob wir an irgendwelche Kundendaten kommen könnten oder uns Kunde die Daten zur Verfügung stellen könnte. Das hat in einem Beispiel tatsächlich funktioniert. Wir haben die Daten bekommen. Wir haben uns ein Modell überlegt, so wie das üblich ist. Die Schritte kennt, glaube ich, jeder in dieser Gruppe. Wir haben dann Labeling gemacht, unsere Daten augmentiert, was wir im Praxis-Pilot-Projekt auch gelernt haben. Wir haben dann Training gemacht und in diesem Schritt haben wir auch festgestellt, dass das mit einer Confidence von über 90% funktioniert. Und dann sind wir zu unserem Kunden gegangen und gesagt, ja Mensch, das funktioniert, das können wir jetzt bei euch einbauen und das funktioniert, das würde einen Mehrwert für den End-User bringen. Und Kunde war in dem Fall begeistert, er hat mitgemacht und das hat in dem Fall zu neuen Kundenaufträgen auch geführt. Für Kunde ist es nicht so jetzt in dem Fall riskant, weil wir übernehmen fast
fast alles, was hier auf dieser Folie steht. Also wir machen die Analyse, wir machen das mit Training, Labeling, Augmentation, alles mit Daten, was eigentlich am meisten Zeit auffrisst. Und nur wenn das tatsächlich klappt, wenn das tatsächlich funktioniert, nur dann kommt der Kunde ins Spiel. Also Risikoverteilung 80-20% vielleicht. Bei uns funktioniert das gut und das hat auch gut funktioniert, auch wegen diesem Ausbildungsprojekt, weil die Projekte machen wir sowieso, die Projekte werden wir auch langfristig machen. Und wenn daraus jetzt neue Kundenprojekte und neue Use Cases entstehen, dann ist es natürlich noch besser und dann freut sich auch die Geschäftsführung. Genau, so viel meinerseits. Ich hoffe, ich habe es in circa 10 Minuten auch geschafft. Für Fragen vor der Diskussionsrunde bin ich offen. Gerne auch mich direkt kontaktieren, LinkedIn, Signal, WhatsApp, E-Mail. Genau, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, super. Vielen Dank für die kurze Darstellung. Und ich finde, es ist genau auch richtig gut auf den Punkt getroffen und sehr spannend, weil wir das immer wieder erleben, gerade auch, wenn Unternehmen noch nicht ganz genau wissen, ne, was möchte ich eigentlich und wie kann ich die Methodik vielleicht anwenden, dann ist es ein Punkt, wo wir einfach eben auch mit draufschauen und verschiedene Methoden auch angucken und überlegen, welches ist denn das geeignete Verfahren, wie kann man es denn machen, was lässt sich umsetzen. Und genau diese Erkenntnis auch mit den Daten ist ja auch ein was uns heute schon den ganzen Tag beschäftigt, auch in der Keynote schon beschäftigt hat und was wir auch tatsächlich in unserer Arbeit mit Unternehmen immer wieder erleben. Daten, 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 das ist einfach echt ein großes Thema. Im Moment sehe ich jetzt keine direkten Fragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und in Anbetracht der Zeit würde ich auch zum nächsten Referenten kommen. Der beschäftigt sich auch viel mit Daten, Daten, Daten. Dominik, Datenmanagement und KI-basierte Entscheidungsunterstützung. Das ist ja in Anführungsstrichen dein täglich Brot sozusagen. Dr. Dominik Riemer war am FZI Bereichsleiter im Bereich Information Process Engineering und ist heute Mitgründer und Geschäftsführer der Bytefabrik AI. Er ist sehr aktiv im Bereich Open Source Community, hat hier Apache Streampipes entsprechend auch mitentwickelt und ich bin ganz gespannt, was du uns jetzt berichtest, Dominik. Vielen Dank, Frauke, für die Einführung. So, ich schalte mal auf meinen Präsentationsmodus um und ich denke, das passt. Man sieht alles. Ich freue mich sehr, hier heute ein bisschen was vorzustellen. Eigentlich so zwei Säulen. Zum einen Technologietransfer über Open Source. Das ist was wir schon lange auch am FZI gestartet hatten. Zum anderen auch über Geschäftsmodelle dahinter und wie man das Ganze auch zusammenführen kann. Das ist nämlich die Basis auch unserer Ausgründung. Und ich starte einfach mal mit ein paar Folien zu unserem Unternehmen. Wir sind, wie schon gesagt, letztes Jahr gegründet, sind ein Spin-off vom FZI, Forschungs- und Informatik, haben dort alle, das rechts sieht man so das Gründerteam, viele Jahre zusammengearbeitet und haben da auch die Grundlagen gelegt für die Ausgründung. Und das ist sozusagen ja ein Weg des Technologietransfers, auch neben vielen anderen, die wir jetzt schon gehört haben in der Session, eben auch über Ausgründungen, zum Beispiel Technologietransfer zu betreiben. Wie gesagt, unsere Ausgründung basiert auf einer Open-Source-Software, die wir am FZI zunächst in Forschungsprojekten und im Rahmen von Forschung aufgebaut haben, dann später auch in eine Stiftung überführt haben und die jetzt auch die Basis unserer Ausgründung ist. Und ich werde einfach mal ein bisschen darüber zunächst erzählen, was wir jetzt eigentlich machen und dann auch auf diesen Open-Source-Hintergrund zu sprechen kommen. Ganz grundsätzlich geht es bei uns darum, dass wir datengetriebene Anwendung einfach nutzbar machen möchten. Also bei uns geht es eigentlich um eine Lösung, die im Kern eine sogenannte No-Code-Lösung ist. Das heißt, eine Lösung, die es auch nicht technischen Anwendern ermöglicht, datengetriebene Anwendungen. Das heißt, das können KI-basierte Anwendungen sein. Das können aber auch nicht KI-basierte Anwendungen sein. Also da sind wir eigentlich, richten wir uns nach dem Bedarf. Aber es geht eigentlich darum, Analyseanwendungen sehr einfach nutzbar zu machen für Anwender, insbesondere in dem Bereich, wo man eben nicht über das Personal an Data Science Kenntnissen und sowas verfügt. Vielleicht, was ist so unser Hintergrund? In der Regel beschäftigen wir uns mit IoT-Daten. Also das sind alles Daten, die so aus industriellen Systemen kommen. Häufig sind das Sensoren, Maschinen und Anlagen, also zum Beispiel Messwerte aus Dichtprüfungen, beispielsweise auch Daten wie Temperaturmessungen aus der Produktionshalle, aber auch zum Beispiel Vision-Systeme oder auch Telemetriedaten. Und
In der Regel geht es bei uns darum, dass wir zunächst, sage ich mal, diesen Transparenzfaktor schaffen möchten, nämlich sehr schnell auch Einblick zu erhalten, sage ich mal, wie geht es der Produktion, wo gibt es Optimierungspotenzial, und dann im nächsten Schritt aber eben auch KI-Verfahren verwenden, um zum Beispiel Wartung, Verfügbarkeit oder Qualität vorherzusagen. Der Bedarf an solchen No-Code-Lösungen, der ergibt sich so ein bisschen aus, sage ich mal, dem Wunsch vieler Unternehmen, mit KI-Anwendungen Mehrwerte zu schaffen. Das heißt also, das ist gerade etwas, was bei vielen mittleren, größeren Unternehmen auch schon aktiv im Einsatz ist, bei vielen kleineren gerade auch erst noch im Entstehen ist. Aber sage ich mal, der Anteil von KI-Anwendungen zur Entscheidungsfindung, der Beitrag dazu wird halt noch deutlich ansteigen in den nächsten Jahren. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die da auch schon digitale Zusatzdienste anbieten. Aber eine Herausforderung dabei ist eigentlich immer der Personalaufwand. Also man hat eben ein sehr breites Spektrum an Kompetenzen, die benötigt werden, von, sage ich mal, der Datenerfassung, Vorbereitung, Harmonisierung von Daten über Data Science-Kenntnisse, Modell finden zum Beispiel, aber auch bis hin zu Operations-Themen. Also wie kann ich dann am Ende auch mein KI-Modell in Betrieb nutzen? Und aus diesem, sage ich mal, Probleme heraus ergibt sich dann der Bedarf auch an solchen No-Code-Lösungen, die das Ganze eben vereinfachen und auch für Nicht-Techniker anwendbar machen. Wie schon gesagt, basiert unsere Lösung auf einer Open-Source-Software. Das ist Apache StreamPipes. Das ist eine Lösung, die wir am FZI zunächst jetzt im Rahmen von öffentlichen Forschungsprojekten entwickelt, schon einige Jahre her, haben das dann eigentlich immer weiter auch ergänzt mit Funktionen und dann Ende 2019 in die Apache Software Foundation überführt. Das ist die größte Open-Source-Stiftung der Welt mit einem Community-getriebenen Ansatz. Und unser Ziel war es eben auch, die Entwicklung der Software, sage ich mal, noch auf breitere Beine zu stellen und es auch zu schaffen, dass mehrere Unternehmen und Einzelpersonen auch zusammen an diesem Projekt weiterarbeiten. Letztendlich ist StreamLabs eine Sales-Service-Lösung. Das heißt, wir kümmern uns da um Datenmanagement. Das heißt, es soll sehr einfach sein, zum einen Daten aus Industriesystemen anzubinden, zum anderen aber auch durch wiederverwendbare Bausteine Analyseblöcke zu haben, die es erleichtern, mit Daten auch umzugehen und auch Mehrwerte aus diesen Daten zu generieren. Und das Ganze über eine grafische Oberfläche, die eben keinerlei IT-Kenntnisse oder Fachkenntnisse verlangt. Wir haben das Projekt im Rahmen vom FZI schon auch verbreiten können, haben eine gute Anzahl auch mittlerweile an Installationen und Downloads, viel Entwicklungsaufwand da reingeflossen und haben auch da eine sehr überregionale Sichtbarkeit mittlerweile. Und das war dann auch die Basis, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt das Ganze auch noch weiterführen und dann eben auch zum Beispiel Zusatzdienste anbieten. Das hilft halt dann doch Unternehmen, die unsere Software einsetzen, wenn es auch, sage ich mal, ein Unternehmen dazu gibt, was auch in der Lage ist, Support anzubieten. Das ging im Rahmen vom FZI super schön, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber sage ich mal, wenn es dann darum geht, dass man auch zum Beispiel 24/7 Support anbietet, dann ist das ein Rahmen, der in einem Unternehmen dann noch besser funktioniert. Und das war dann so der Startschuss eigentlich unserer Ausgründung. Ich möchte so ein bisschen darüber reden, über Forschung, Transfer und Spin-off. Das ist ja auch so das Thema von diesem Track. Und ich glaube, wir haben da jetzt schon ganz viele schöne Beispiele gesehen. Das Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen hervorheben möchte, ist so dieser Weg aus der Forschung über Transfer zu dem Spin-off. Und ich habe mal versucht, so zusammenzufassen, wie schön eigentlich diese drei Teile zusammenpassen auch als ein möglicher Weg des Technologietransfers. Wir sind eigentlich gestartet am Anfang mit reiner Forschung. Das heißt also, diese ganzen Aspekte, die man auch als FZI-Mitarbeiter immer, sage ich mal, mit im Vordergrund hat, nämlich auch Neues zu erforschen im Rahmen von echten Problemen. Das ist, sage ich mal, das Wichtige auch von angewandter Forschung, ja, Probleme aus der Praxis aufzunehmen, Lösungen zu erforschen, das Ganze auch, sage ich mal, zu validieren über Publikationen oder dann eben auch Dissertationen. Und ich habe unten so ein bisschen mal aufgeschrieben, wie ich glaube, wie uns diese Dinge auch geholfen haben als Basis für das Spin-off und die Ausgründung. Also zum Beispiel als Technologieausgründung ist ja, sage ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal auch eine super wichtige Sache und die lässt sich eben sehr schön auch erarbeiten durch diesen Forschungshintergrund und wirklich auch echte Forschung, die dann auch, sage ich mal, etwas weitergeht als das, was heute üblich ist und das kann man auch mit entsprechender Vorlaufzeit dann auch schon planen. Das Zweite sind dann eigentlich Verbundprojekte, also öffentliche Verbundforschung. Da haben wir hier auch schon schöne Beispiele gesehen. Da hat man ja auch meistens schon nutzbare Prototypen und in diesen Verbundprojekten eigentlich auch immer unterschiedliche Stakeholder zusammen als Partner, nämlich zum Beispiel Anwender, Technologieentwickler, aber auch, sage ich mal, die Möglichkeit, hier sehr schnell zu validieren, ist denn das, was eigentlich gerade Gegenstand der Forschung ist in dem Projekt, auch etwas, was eben auch beim Anwender ankommt, was der Anwender auch nutzen kann und was man dann am Ende auch in ein
in ein Tool weiterentwickeln kann, was dann auch in Richtung Produktivreife geht, was ja eigentlich so noch nicht der Schwerpunkt ist jetzt von so einer vorgelagerten Verbundforschung. Und das Dritte dann ist eigentlich so diese Ergebnisverbreitung. Da komme ich dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber auch hier hat man eigentlich im Rahmen von diesem Technologietransfer, wenn das Ziel ein Spin-off ist, eine super tolle Möglichkeit, auch schnell mit Pilotkunden Dinge auszuprobieren, diese weiterzuentwickeln und eben auch auf Messen oder Veranstaltungen über das Netzwerk, was die Forschung eigentlich so auch hergibt. Gerade beim FZI, glaube ich, hat man da ein ganz großes Netzwerk an ganz unterschiedlichen Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen, eben das auch aufzunehmen und dann am Ende auch schon, sage ich mal, bevor es in das Spin-off geht, ganz viel getan zu haben von der Validierungsarbeit, die eigentlich notwendig ist, um zu wissen, hat man hier jetzt ein Thema, was auch funktionieren kann als Unternehmen oder ist das vielleicht noch ein Thema, wo man noch nicht genau diesen Fit hat für den Markt? Und das lässt sich eigentlich sehr schön auch vorgelagert in der Forschung schon machen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Fokus auf Open Source als eine Säule des Technologietransfers. Für uns war das eine ganz tolle Sache und ich glaube, das ist auch deswegen hervorzuheben, weil das nichts ist, was zu dem Standardrepertoire von Forschungseinrichtungen gehört, das so bedingungslos zu unterstützen, wie das FZI das getan hat in unserer langjährigen Arbeit dort, weil man natürlich erstmal, und das ist eine Meinung, die hat sich auch mittlerweile viel geändert, aber zunächst mal stellt man natürlich Ergebnisse, die man irgendwie selber erarbeitet hat, allen zur Verfügung und bekommt dafür kein Geld. Also das ist mal so die Ausgangsbasis von dem Gedanken, wir stellen was als Open Source zur Verfügung. Hier ist mal so ein bisschen meine Meinung, warum ich glaube, dass das ein tolles Modell ist, was halt auch in der, was glaube ich, noch häufiger eingesetzt werden könnte. Zum einen, glaube ich, haben wir dadurch, dass wir eben auch im Team dieses Tool über viele Jahre getrieben haben, da sind auch 3 Dissertationen daraus entstanden und wir hatten halt wirklich halt sozusagen an einem Tool über lange Jahre zusammen entwickelt, an verschiedenen, sage ich mal, Baustellen mit verschiedenen Innovationen, die wir dann eingeflossen haben. Und dadurch hat man eben eine sehr schöne gemeinsame Entwicklung gehabt im Team. Wir haben sehr, sehr viel Software-Engineering-Expertise gesammelt. Also wenn man ein Tool auch nach außen stellt und jeder kann den Code sehen, dann ist natürlich der Bedarf, dass der Code auch gut aussieht, sehr groß. Man kann da ganz viel lernen, auch von professionellen Leuten, die das, sage ich mal, von der Pike auf gelernt haben und das Ganze dann auch, sage ich mal, noch in der FZI-Laufbahn oder in der Forschungslaufbahn auch verbessern. Und eben ganz wichtig, frühes Feedback von Anwendern zu bekommen, wenn Leute das Ganze nutzen. Das erste Feedback ist meistens, es funktioniert nicht, aber das ist auch gutes Feedback und dann kann man das eben nehmen, um das Ganze weiterzuentwickeln und zwar so in die richtige Richtung, dass es dann auch am Ende ein nutzbares Tool gibt mit klarem Business-Mehrwert für den Anwender. Ich glaube, für Anwender ist das toll, gerade im Mittelstand, wenn man eben auch die Möglichkeit hat, neue Dinge schnell auszuprobieren, direkt zu nutzen und eben auch sich jetzt vielleicht mit innovativen Themen zu beschäftigen, wofür man vielleicht sonst erstmal kein Geld ausgeben würde und das Ganze aber eben erstmal so einen leichtgewichtigen Einstieg in das Thema auch zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch für Forschungseinrichtungen ein tolles Konzept eigentlich, um Projektarbeit und Ergebnisverbreitung zu realisieren. Zum einen eben schafft breite Sichtbarkeit, zum anderen aber ist es auch eben einfach, dass man in einer Forschungseinrichtung, die jetzt eigentlich nicht gewinnorientiert arbeitet, auch sehr einfach durchführbare Projektkonstellationen hat und keine komplizierten Lizenzmodelle zum Beispiel hat im Vergleich zu proprietären Entwicklungen. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen gegenübergestellt, wo ich glaube, wo Open Source auch sich gut ergänzt mit Geschäftsmodellen, denn das ist ja das, was wir jetzt tun. Also sage ich mal, jetzt ist es noch deutlich wichtiger für uns, auch zu sehen, wenn es am Ende darum geht, dass es uns finanziert, dass es ein Modell ist, was sich auch wirtschaftlich trägt. Also Open Source ist ja nicht zwangsläufig auch nur Eigennutz. Was ich glaube, wo Open Source gut funktionieren kann, ist zum einen, wenn es darum geht, einen klaren Business-Mehrwert zu haben und auch eine sofort einsetzbare Software zu haben. Da steckt auch viel Dokumentationsarbeit drin, sodass Anwender schnell mit der Software klarkommen. Das Zweite, da gibt es, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial. Also Beteiligung der Industrie und eine funktionierende Community ist, glaube ich, wichtig. Wenn man das ganz alleine trägt, so ein Projekt, dann ist das sehr schwierig. Dann auch auf Dauer, glaube ich, dass es sich wirtschaftlich trägt, weil dann gibt's, kann man auch sagen, man behält das Tool für sich. Aber wenn sozusagen die Gemeinschaft daran arbeitet, ist das eine ganz schöne Sache, die dann auch sozusagen für alle Beteiligten Mehrwerte bringt. Ich glaube, Open Source funktioniert auch gut, wenn man nicht vollständig auf Enterprise-Features verzichtet. Also sagt irgendwie, es gibt einen Kern, der ist Open Source und alles, was man aber braucht, um das echt einzusetzen, das ist Closed Source. Das ist, glaube ich, schwierig, sondern die Software sollte halt auch in der Basisversion, in der Open Source Version gut einsetzbar sein. Und der letzte ist so ein Lizenzaspekt, also kein Copyleft. Das hilft, glaube ich, dass das Unternehmen auch aufnehmen und das Tool dann auch nutzen kann. Auf der kommerziellen Seite gibt es viele Möglichkeiten und ich gucke ein bisschen auf die Uhr und
kommen dann auch demnächst Richtung Ende, aber ich glaube, alle durften ein bisschen überziehen, das erlaube ich mir jetzt einfach auch. Das heißt, wir sagen mal so klassisch, ne, Service und Support. Es gibt aber auch natürlich diesen Managed Service, das heißt, man hat ein Cloud-basiertes Tool zum Beispiel, wo die Software läuft. Anwender müssen sich nicht darum kümmern, um Updates und um den Betrieb der Software. Die Produktergänzung, sage ich mal, sollte sinnvoll sein, das zeige ich gleich noch ganz kurz. Und deswegen eben auch ein gutes Pricing-Modell, was so ein bisschen auch anerkennt, dass ein Teil der Lösung einfach nichts kostet und Open Source ist. Wir haben das Ganze so realisiert, dass wir sagen, es gibt diese Open Source Basis, das ist Apache Stream Pipes, was wir dann auch als kommerzielles Produkt anbieten mit Support und Service, wo Anwender, sage ich mal, mit Daten umgehen können. Das sind eher diese Datenmanagement-Aspekte und einzelne Analysemodule. Und darauf aufbauend haben wir sogenannte Analytics Micro Apps, also kleine Anwendungen, die entweder auf eine Branche fokussiert sind, da bringen wir dann eigentlich auch unser Branchenwissen ein, zum anderen aber auch der KI-Anwendung, das heißt diesen No-Code-Ansatz, den wir bei Datenanalysen von Datenströmen haben, auch auf die Entwicklung von echten KI-Modellen zu erweitern. Und das sind so die zwei Bausteine, die wir dann in das Produktportfolio der Open-Source-Version ergänzen und dadurch dann auch noch Geld verdienen möchten. Ich möchte noch ganz am Ende eine letzte Folie haben, um zu zeigen, so ein bisschen, wie wir auch inhaltlich verschiedene Forschungsarbeiten hier zusammenfließen lassen haben. Ich glaube, das war ein ganz schöner Vorteil, den wir uns da erarbeiten konnten, gerade auch durch diesen interdisziplinären Ansatz am FZI hat man da eben verschiedene Forschungsthemen zusammenbringen können. Bei uns war das zum einen, sage ich mal, Echtzeitverarbeitung von Daten in verteiltem Maßstab, sodass Anwender heute sehr einfach und schnell Maschinen anbinden können. Das ist ein Kernbestandteil von unserem Produkt. Zum anderen dieser Schwerpunkt erklärbare und interaktive KI. Das ist ganz wichtig für, sage ich mal, KMUs, dass so eine KI sich nicht als Blackbox darstellt, sondern dass ich auch verstehen kann, warum Entscheidungen mir wie auch immer vorgeschlagen werden. Dadurch kriegen Anwender bei uns so ein sehr effizientes Annotieren von einzelnen Situationen, sodass das Training von KI-Modellen sehr einfach wird. Und der dritte Aspekt, Fog und Edge Computing, wo es eigentlich darum geht, dass wir auch Algorithmen zum Beispiel datensicherheitsgerecht auf Edge-Knoten verteilen können, sodass man das nah an der Maschine verarbeiten kann. Und so haben wir dann eigentlich verschiedene Themen zusammengeführt, um daraus dann ein Produkt zu entwickeln und das aus der Forschung in die Anwendung zu transferieren. Wie gesagt, wir sind noch relativ jung. Wenn ich mich jetzt vorhin an einen Vorredner anschließe, wir stehen gerade noch so auf dem Prüfstand, könnte man sagen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, jetzt auf die nächsten Schritte. Es gibt gerade keine Messen. Ich kann gerne anbieten und möchte alle einladen, die Interesse haben, dass wir so eine 15-Minuten-Demo geben von unserem Produkt und das Ganze vorführen. Ich freue mich auch auf Diskussionen. Wir sind auch gerade dabei, viel zu sprechen mit Anwendern, um herauszufinden, wo Bedarfe und Probleme liegen, die man mit unserer Lösung lösen kann. Von daher gerne ansprechen und ich bin am Ende und hoffe, habe nicht zu sehr überzogen. Ganz herzlichen Dank. Lieber Dominik, ich danke dir ganz recht herzlich, weil es ist einfach spannend und es ist einfach eine unglaubliche Journey, die ihr hingelegt habt und auch wie du es dargestellt hast. Ihr seid wirklich da auch mit dem, was ihr erforscht und entwickelt habt und auch jetzt tatsächlich ja auch wirklich in die kommerzielle Anwendung bringt, an einem super spannenden Thema dran. Und das war es auf jeden Fall definitiv wert, dass du es in der Ausführlichkeit jetzt auch nochmal gezeigt hast. Und wir sind tatsächlich jetzt über unsere Zeit. Ich würde aber gerne die Frage aus dem Chat, die es jetzt gibt, nutzen und zwar in Richtung der Referenten einfach tatsächlich noch mal ganz kurz zu fragen, was ist denn neben dem ökonomischen Return on Invest der wichtigste konkrete Anreiz für Innovationen für die Runde? Dominik, vielleicht magst du dazu kurz was sagen. Ja, also ich glaube, für uns als Startup ist es halt ein wichtiger Anreiz für Innovation einfach, dass wir uns in ja einem Markt bewegen, der schon existiert und wir eben auch dadurch versuchen müssen, sage ich mal, die Innovation, die wir am FZI erarbeitet haben, auch in ein innovatives Produkt zu gießen, was sich auch abhebt und was auch ein Problem löst, was bisher nicht auf die gleich gute Weise gelöst wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo Innovation unglaublich wichtig ist und eben auch, ja, sage ich mal, über diese Anwendungsforschung zu wissen, dass wir da bestimmte Teilbereiche haben, die wir am FZI erarbeiten können, wo wir wissen, das ist auch eine Innovation, die auch einen Bedarf findet. Ne? Das, glaube ich, ist ganz wichtig für uns. Absolut. Ja, prima.
Dann sind wir am Ende unserer Session. Ich fand, es war eine unglaublich spannende Session, nämlich sowohl in verschiedenerlei Hinsicht, was die Bandbreite anbelangt, die Bandbreite von den unterschiedlichen Anwendungen, die wir gesehen haben, und die Themen, die auch natürlich am FZI entsprechend mit abgedeckt werden, aber auch eben diese ganze Bandbreite in Bezug auf die kollaborative Spielwiese von den Forschungsprojekten wirklich jetzt bis zu den Ausgründungen. Ich fand es super spannend. Das war einfach eine klasse Session und ich danke allen Referenten nochmal für die Vorträge und würde mich natürlich sehr freuen, da an der Stelle dann im Nachgang auch in weitere Diskussionen einzusteigen. Vielen Dank.